Kinder und Jugendliche bewegen sich immer weniger. Dies führt zu Haltungsschäden. Willi Ruttensteiner und sein Team wirken dieser Entwicklung mittels Fußballcamp entgegen. Im Rahmen einer Trainingswoche in Wolfern werden Kinder rundum betreut. Bewegungsanreize werden gesetzt und was eignet sich dazu besser als das Spiel mit dem Ball? Als Sportdirektor vom ÖFB hat es ein Ziel gegeben, nämlich in der Praxis zu zeigen, was mit Kindern in einer Woche eigentlich alles möglich ist. Wir haben von Montag bis zum heutigen Tag am Freitag ein tolles Programm vorbereitet und die Kinder sehr, sehr vielseitig beschäftigt. Es geht nicht nur um Fußball, sondern um viel mehr. Fußball ist eine Sportart, die sozialisiert, die integriert, die harmonisiert und die Kinder wahnsinnig weiterentwickelt. Wir wissen alle, dass sie unter Bewegungsmangel leiden. Es gibt viele Studien darüber. Sie turnen in der Schule viel zu wenig. Und da denke ich mir, dass es ein Beitrag in der Basis sein muss, dass die Vereine da eine gewisse Verantwortung übernehmen und vielleicht es ersetzen in unserem Computerzeitalter, dass sie die Kinder bewegen, dass sie sich vielseitig bewegen, dass sie einen Bewegungsschatz sich an sozusagen spielen. Und das war ein Beweggrund für mich, eine Woche zu gestalten, wo sie vielseitige Erfahrungen in diesem Bereich machen. Das Erlernen koordinativer Fähigkeiten ist wichtig. Bewegung beugt zukünftigen Haltungsschäden vor. Im Fußballcamp werden Rücken- und Beckenbereich der Kinder computerunterstützt analysiert und im Anschluss daran eine eventuelle Empfehlung zur Weiterbehandlung gegeben. Dass sicher 10-20% heute von uns Schreiben mit nach Hause kriegen, wo man sagt, sie sollen einen Orthopäden aufsuchen. Zusätzlich wird die Möglichkeit geboten, mit ehemaligen Nationalspielern wie Andreas Herzog und Franz Wohlfahrt in Kontakt zu treten. Die Stars sind aktiv in das Trainingsprogramm eingebunden. Bei den Torwarten zum Beispiel, den Eisenköck hier zu haben, den Franz Wohlfahrt hier zu haben, den Klaus Lindenberger hier zu haben. Und die geben den Torwarten zum Beispiel sehr viel weiter, Tipps weiter. Und das unterscheidet uns. Wir versuchen, jeden Tag ein Thema zu geben und hier die besten Leute zu finden. Also es war eine Riesenhetze und war ein Riesenerlebnis für die Kinder, mit einem hundertfachen Nationalspieler Fußball zu spielen, also mit dem ein Tor gemeinsam zu erzielen. Zum Camp-Angebot gehören sowohl eine professionelle pädagogische Betreuung als auch die Rundumverpflegung der Jungkicker. Sind Fußballer schwieriger in der Erziehung oder als wie normale Kinder? Würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ganz anders, weil es ist Freizeit. Es ist ganz nett, mit ihnen zu arbeiten. Bleibt also zu hoffen, dass der eine oder andere Nationalspieler von morgen aus den Ruttensteiner Fußballcamps entspringt.